Zwei Jahre nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump wird in den USA ein neuer Kongress gewählt. Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. Die Abstimmung ist auch ein Referendum über die Politik Donald Trumps, dem Kritiker vorwerfen, das Land mit seiner aggressiven Rhetorik gespalten zu haben. Wer ist bereit, am Dienstag zu wählen? Vergessen Sie das nicht. Wenn Sie mehr Wohnwagen und mehr Verbrechen wollen, wählen Sie die Demokraten. Wenn Sie sichere Grenzen und eine sichere Nachbarschaft wollen, wählen Sie die Republikaner. Ex-Präsident Barack Obama ist auf Wahlkampftour für die Demokraten und findet moderatere Töne für die bevorstehende Kongresswahl. Selbstverständlich haben wir Fortschritte gemacht. Natürlich werden Frauen mit Respekt behandelt. Natürlich werden die Menschen nicht nach der Hautfarbe oder ihrem Nachnamen beurteilt. Plötzlich wachen die Leute auf und sagen, wir können das nicht für selbstverständlich halten. Wir müssen dafür kämpfen. Wir jammern nicht. Wählen Sie. Eine Mehrheit der Demokraten im Abgeordnetenhaus könnte für den amtierenden Präsidenten unangenehm werden. Sie wären in der Lage, zahlreiche Untersuchungen gegen Trump einzuleiten und die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren zu bilden.